Hallo zusammen, ich mache ja mein erstes Video, weil ich wähle diese Art der Kommunikation, weil ich verzweifelt bin. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe gerade vor einer halben Stunde eine E-Mail von der Mutter meiner vier Kinder bekommen, in der sie schreibt, dass sie in Absprache mit dem Jugendamt den Umgang mit meinen Kindern aussetzen wird. Begründung: Loyalitätskonflikt. Anscheinend hätte ich die Kinder unter Druck gesetzt. Was passiert ist, ist, dass ich der Mutter ein Video geschickt habe, in dem ich meine vier Kinder aufgenommen habe, die alle vier sagen, dass sie bei Papa und Mama leben wollen. Alle vier, sie sind 10, 8 und die Zwillinge 4 Jahre alt. Sie haben beide Eltern lieb und wollen bei beiden Eltern leben. Und jetzt kommt diese Aktion der Mutter, die den Kontakt völlig abbricht. Und dieser Vorgang wird auch noch vom Jugendamt unterstützt. Liebes Jugendamt in Ehingen, seid ihr euch im Klaren darüber, dass ihr meine Kinder seelisch verletzt, indem ihr ihnen erklärt, dass sie ihren Papa erst einmal nicht sehen dürfen? Und ich weiß ja nicht, was ihr ihnen erzählt habt, aber es ist egal. Kinder brauchen ihren Papa. Und ich habe nichts getan, was dieses Vorgehen rechtfertigen würde. Und warum hört ihr mich nicht an, sondern nur die Mutter? Ihr verletzt meine Kinder und ihr verletzt mich. Und es gibt keinen Grund dafür. Hört sofort damit auf. Und auch an die Mutter meiner Kinder: Hör sofort damit auf, den Kindern weh zu tun. Sie wollen bei beiden Eltern sein. Das muss aufhören. Deutschland braucht unbedingt das Wechselmodell als Regelfall, damit so etwas nicht mehr möglich ist, damit Kinder nach der Trennung der Eltern garantiert beide Eltern haben können. Kinder brauchen diese Garantie. Sonst passieren schlimme Dinge wie jetzt bei uns. Das ist nicht nötig. Das muss nicht sein. Es muss sich ändern. Und es gibt auch Mütter, denen es so geht wie uns Vätern. Es sind hauptsächlich Väter. Es gibt auch Mütter. Und wir müssen alle zusammenstehen und dürfen uns das nicht gefallen lassen. Ich habe keinen Hass auf die Mutter meiner Kinder. Sie ist in diesem System. Die Macht liegt auf ihrer Seite. Und sie wird unterstützt vom Jugendamt und dem Familiengericht. Ich rufe dich auf, entscheide im Sinne der Liebe für unsere Kinder, öffne dein Herz, tu das, was für unsere Kinder gut ist. Ich will dir nichts nehmen, ich will nur dasselbe wie du und ich will, dass unsere Kinder beide Eltern haben.